Hallöchen, liebe Nagelfreunde. In einem meiner letzten Videos hatte ich mit Pigmenten gearbeitet und habe da ein kleines Experiment gestartet und einige Nägel mit speziellen Sachen behandelt, damit einfach vorne das Pigment, so wie man es eigentlich total oft kennt, nicht mehr so absplittert wie hier. Und ich wollte euch jetzt einmal mein Fazit dazu geben, wie es bei mir gehalten hat, was es für einen Unterschied gemacht hat. Und ich hoffe, ihr nehmt da ein paar hilfreiche Tipps mit raus. Ich zeige euch jetzt erstmal meine Nägel. Die sind ungefähr 2,5 Wochen jetzt alt. Ich habe einen ganz langsamen Rauswuchs, aber ich habe auch viel im Garten gearbeitet. Diese 4 Nägel an der linken Hand, die man ja nicht so oft benutzt, sind vorne nicht abgesplittert. Das Ganze hält noch wunderbar. Minimal zerkratzt ist die Oberfläche, aber wenn man im Garten arbeitet, ist das ganz normal. Also diese 4 halten wunderbar. Der Daumen hingegen hält nicht so gut. Hier kann man schon sehen, ich habe auch während der Arbeit und so ein bisschen dran geknibbelt. Also da ist die Versiegelung auf jeden Fall mit dem Pigment zusammen schon ab. Dort hatte ich aber auch nur den Perfect Matt nach dem Pigment benutzt und danach dann ganz normal glänzend versiegelt, nachdem ich die Steinchen geklebt hatte. Da habe ich also nicht die Rubber Base benutzt. Bei den anderen 4 habe ich die Rubber Base benutzt. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wie ich es gemacht hatte. Ich hatte das Pigment aufgetragen auf einen Versiegler ohne Schwitzschicht und habe das Ganze schön eingearbeitet und dann natürlich schön abgebürstet. Dann hatte ich die Ummantelung minimal angeraut, nicht viel, um dort das Pigment sozusagen nochmal wegzunehmen, habe den Feilstaub dann dort auch noch entfernt. Dann habe ich mir Ultrabond genommen und den einmal ein bisschen über die Spitzen gestrichen, denn dort platzt es ja meistens immer ab. Und dann habe ich mir die Rubber Base aus Linnys Nail Shop genommen. Die ist durchsichtig. Und habe sie in einer satteren Schicht aufgetragen. Hier ist es ganz wichtig, das muss nicht super dick sein, auch nicht super hauchdünn, also so wie ihr einen Versiegler auftragen würdet. Und ganz, ganz wichtig ist es einfach hier vorne schön das freie Nagelende zu ummanteln, damit dort dann auch nichts abplatzen kann. Und danach habe ich dann ganz normal wieder versiegelt. Ja, wie gesagt, die 4 ist nichts abgeplatzt. Mir ist ein kleines Steinchen am Zeigefinger verloren gegangen, aber das ist ein anderes Thema. Die rechte Hand, die man mehr benutzt, habe ich am Zeigefinger die Rubber Base benutzt, am Ring und kleinen Finger auch. Dort ist nichts abgeplatzt, am Daumen auch nicht. Und am Mittelfinger hatte ich einfach den Test gemacht, die Rubber Base weggelassen, also ganz normal Pigment und direkt versiegeln. Und ihr könnt sehen, es ist der einzige Finger, an dem etwas abgeplatzt ist. Also ich kann das nur empfehlen, das Ganze mit der Rubber Base zu machen. Jetzt kommt es hier einmal zu dem Farbgel, was ich auf dieser Gellackmodellage aufgetragen habe, wo viele ja auch sagen, das funktioniert nicht so, weil Farbgele ja steif sind und Gellack flexibel ist. Mein Farbgel, was ich hier aufgetragen habe, ich habe es natürlich nicht als Fullcover aufgetragen, aber ist kein bisschen abgesplittert, hat sich nirgendwo gelöst, sieht also noch genauso aus wie vorher und ich werde das auf jeden Fall öfter mal ausprobieren, dann on top etwas zu malen. Aber die Rubber Base kann ich wirklich nur empfehlen, wenn ihr das über das Pigment auftragt und dann versiegelt. Für mich ist das super toll, das hält richtig gut und ich bin sehr zufrieden mit dem Endergebnis und das kleine Experiment hat mir sehr Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und ihr könnt da was mitnehmen. Bis dann. Dann ciao.